Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute begebe ich mich in den achten Teil der Lesung des wundervollen Buches von der Renate übersetzt mit dem vollständigen Titel Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Ich bin auf Seite 36 und das Buch hat 46 Seiten, also allzu viele Teile wird es nicht mehr geben, aber ja, bei mir ist das manchmal so, dass ich mich auch mit einer Seite ein, zwei Stunden beschäftigen kann. Also wir werden sehen, wie viele Teile es werden. Ich habe lediglich noch eine Bemerkung zu machen. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, dass ich ein Zitat von John F. Kennedy, was ich aus dem Kopf, also aus dem Gedächtnis zitiert habe, das in einem der Kapitel von Cold War Babylon Teil 2 steht. Ich habe inzwischen das nachgesucht, weil ich es zu dem Zeitpunkt direkt nicht gefunden hatte. Es ist Kapitel 54, Code Word Babylon, Buch 2, Antichrist ist eine Frau, lebend und gesund wieder. So ist der deutsche Titel von dem Buch. Das Zitat von JFK, das ich im Internet nachgeschaut habe und wofür es keine Validierung gibt, ich habe zumindest auf die Kürze keine gefunden, aber P.D. Stewart schreibt es halt in seinem Buch, lautet wie folgt: Das hohe Amt des Präsidenten wurde genutzt, um eine Verschwörung zur Zerstörung der Freiheit der Amerikaner anzuzetteln. Und bevor ich mein Amt verlasse, muss ich die Bürger über dieses Elend informieren. Ende Zitat. Das Wort Elend habe ich aus dem Englischen übersetzt als Plight. Das gibt auch die Notstand oder sonstige Übersetzungen. Ich fand Elend am passenden, weil es ist ja ein Elend, wenn das Amt des Präsidenten benutzt wird, um sich gegen die eigene Bevölkerung zu wenden. Nun, auch wenn man jetzt nicht direkt eine Bestätigung von findet, dass er das gesagt haben soll, am 13. November bei einem Vortrag in der Columbia University, und dann ist immer, muss man sehen, war er überhaupt an dem Tag da oder war er am Tag davor oder eine Woche davor oder was weiß ich dann da. Da gibt es so viele unterschiedliche Informationen im Internet, und wie man eben weiß, das Internet ist ja nun mal eben hauptsächlich Google und Microsoft und also teuflisch oder von teuflischen Menschen wird die Information da reingestellt, also dass man dann manche Zitate wirklich nicht findet, ist okay. Persönlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass JFK dieses Zitat so gebracht hat. Das mal Punkt 1. Weil er hat immer sehr verdeckt gesprochen. Wenn wir uns an seine Rede über die Geheimgesellschaften erinnern, wo er eben sagte, eine monolithische Verschwörung, solche verdeckten Beschuldigungen sagt man nicht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagt man, das Amt des Präsidenten wurde genutzt, um eine Verschwörung zur Zerstörung der Freiheit der Amerikaner anzuzetteln. Das glaube ich einfach nicht. Egal, das Zitat wird ihm zugeschrieben, das Zitat steht so in dem Buch, und ob es jetzt gesagt wurde oder nicht, das ist ja eine Sache. Die andere Sache von ist, hat er denn recht? Ja, das hat er. Das ist unzweifelhaft der Fall, und das kann ich euch auch in vielen anderen Dingen zeigen und beweisen oder mit vielen anderen Dingen zeigen und beweisen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber ob er das gesagt hat, wie gesagt, ich weiß es nicht. Nur, ich hatte es vorgelesen in der letzten Sendung und ich dachte, ich muss das jetzt korrigieren, da ich das nicht verifizieren konnte, also bestätigen konnte. Aber es steht im Buch zur Einleitung des Kapitels 54 auf Seite 300 irgendwas. Wo ist denn das hier? 54. Mal gucken. Wir waren nicht so weit weg hier. Seite 361. Ne? Das Kapitel selber lautet: Obama wurde gründlichst beeinflusst durch römisch-katholische Ausbildung. Naja, ist ja nichts Neues. Also soweit dazu. Das Zitat habt ihr jetzt so, wie es wirklich lautet, und ihr wisst, wo es herkommt. Ob es jetzt auch tatsächlich da so gesagt wurde, gesprochen wurde, das entzieht sich halt meiner vollständigen Kenntnis. Aber egal, wer dieses Zitat in die Welt gesetzt hat, es ist wahr. So. Und das ist der Punkt, auf den es ankommt. Wahrheit.
Und deswegen beschäftige ich mich ja auch hier mit dem Buch über die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe und der Beichte. Und wir sind jetzt auf dem letzten Absatz auf Seite 36 angekommen und da sprechen wir über die Auswirkungen der Beichte. Die römisch-katholische Kirche beruft sich darauf, dass die Beichte vor dem Priester eine große Vorbeugung gegen die Sünde ist. Dass allein das Bewusstsein, Sünden, insbesondere Unreinheiten, beichten zu müssen, dem Büßenden hilft, die Versuchung zu überwinden. Dies mag in einigen Fällen für gewisse Zeit zutreffen, aber der Einzelne erhält keine geistige Kraft. Die Versuchung wird beiseite geschoben, nicht weil der Versuchte gegen den Wunsch kämpft, die Gebote Gottes zu missachten, sondern weil die Sünde in einem Mann gebeichtet werden muss. Ja? Und so hat der römisch-katholische Mensch die moralische Schuld der Sünde nie gründlich erkannt. Andererseits verhärten sich manche Gemüter gegen die Sünde. Denn wenn ein Mensch sich Sünden der Unreinheit hingibt und sie mehrmals bekennt, wird das Bekenntnis in vielen Fällen zum zweiten Naturell. Und die ersten Gefühle der Scham und der Bescheidenheit, die er empfunden hat, hören auf zu existieren. Und die Bekenntnislehre hat, anstatt dem Menschen geistlich zu helfen, genau die entgegengesetzte Wirkung. Ein sehr interessanter Absatz, den wir gerade eben gelesen haben. Und natürlich ist es so, wie hier geschrieben steht, dass die römisch-katholische Kirche sich darauf beruft, dass die Beichte vor dem Priester eine große Vorbeugung gegen die Sünde ist. Das kann sein. Aber meistens geht man ja zur Beichte, wenn man die Sünde bereits begangen hat. Ja? Dass das dann vorbeugt, dass man die Sünde nochmal begeht, das ist ja nur der Fall, wenn man bereut. Aber Bereuung ist ja in der römisch-katholischen Kirche gar nicht vorgesehen. Da geht es ja nur um Buße tun. Ey, du hast das getan, dafür musst du büßen. Dafür musst du so und so viele Ave Maria sagen oder so viel Geld bezahlen, wie wir im Kapitel davor geschrieben hatten. Wenn du Inzest gemacht hast, musst du somit so und so viel Geld, kannst dich freikaufen und so weiter und so weiter. Es geht ja gar nicht um Bereuen in der römisch-katholischen Kirche. Und das ist auch ein Fall, den kann ich euch ganz klar beweisen. Ich selber nicht, aber viele von euch haben sicher den Film gesehen, Der Pate, oder die Reihe Der Pate, wo es ja um diese Mafia-Familie geht, in den, ich glaube, die Filme sind aus den 70er Jahren, spielen in Amerika. Und da gehen ja auch die Menschen oft genug zur Beichte. Ja? Und dann beichten sie eine Sünde, die sie begangen haben, ein Einbruch, eine Körperverletzung. Ne? Du sollst ja auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst, also sollst du ihn nicht misshandeln. Vielleicht sogar ein Ehebruch durch eine Vergewaltigung oder sogar einen Mord oder was auch immer. Und was macht der Priester dann da in seinem kleinen Kabuff? Er absolviert den Sünder von seiner Sünde. Und er geht raus und sagt, okay, die Sünde ist jetzt weg, jetzt kann ich ja wieder sündigen und macht weiter. Das ist das ganze Thema der römisch-katholischen Kirche. Das ist das ganze Thema des Beichtstuhls im Allgemeinen. Es geht nicht um Bereuen und dann so etwas ja nicht wieder zu tun, sondern daraus gelernt zu haben und irgendwann vielleicht mal sich zu bekehren zum wahren Gott und zu akzeptieren, dass solche Dinge gegen sein Gesetz sind und dass man das absolut nicht tun aufsehen darf und andererseits will, denn die Leute sind ja böse in ihren Einstellungen. Und die wollen ja diese Dinge tun. Sie tun das ja teilweise sogar, um Geld zu verdienen. Auf die Art und Weise kann sogar ein Berufsmörder zum Pastor gehen, kann sich hinterher absolvieren lassen und ist vor Gott halt freigesprochen von seinen Sünden. So funktioniert das System in der römisch-katholischen Kirche. Und das ist interessant, wenn man solche Filme wie Der Pate und sowas kennt. Wie gesagt, ich habe die Filme selbst nie gesehen, aber ich habe darüber gehört. Und Ausschnitte hat man davon gesehen. I'm gonna make you an offer you can't refuse. Ne? Marlon Brando mit seinem Satz. Ich mache dir ein Angebot, dass du nicht wieder, dem du nicht widerstehen kannst. Ne? Ja, so interessante oder bekannte Sätze, das hört man ja so. Kriegt man ja so mit. Aber in dem Film wird das, glaube ich, ganz deutlich und in anderen Filmen auch wird das ganz deutlich, dass der römische Katholik zur Buße geht, seine Sünden beichtet, dann von seinen Sünden absolviert wird, also freigesprochen wird, eine bestimmte Buße dafür tun muss und danach kann er wieder weitermachen.
Und das ist das ganze System der römisch-katholischen Kirche. Weil wenn du nicht weitermachst mit deinen Sünden, dann kommst du ja nicht wieder zum Beichten. Und dann kannst du ja nicht wieder dafür sorgen, dass die römisch-katholische Kirche Einkünfte erhält. Das hat doch alles zu tun mit dem Ablassbrief. Erinnert ihr euch noch, Martin Luther, der 95 Thesen gegen die Ablassbriefe so gesagt an die Kirchentür in Wittenberg genagelt hat? Ob er sie da jetzt gegen genagelt hat oder nicht, das ist nicht Gegenstand der Diskussion heute, weil das ist geschichtlich nicht beweisbar. Beweisbar ist, dass er sie an dem Tag veröffentlicht hat, und zwar in Latein. Das ist bewiesen, das ist geschichtlicher Fakt. Ob er sie auch an die Kirchentür genagelt hat, keine Ahnung. Und wenige Zeit später waren sie bereits in Deutsch übersetzt und sind auch durch die Länder gegangen. Das ist auch geschichtlicher Fakt. Aber diese Thesen gingen gegen den Ablasshandel. Was ist der Ablasshandel denn? Sich von Sünde freikaufen. Beim Gott dieser Welt. Nicht bei unserem Vatergott. Da kann man sich von Sünde nicht freikaufen. Da kann man nur seine Sünden bekennen und durch die Bekehrung, die aufrechte Bereuung dieser Sünde und das nicht mehr zu machen und eine Änderung in seinem eigenen Charakter zu erfahren, durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist einzulassen und sich von dem leiten zu lassen, das ist biblisch. Alles andere ist nicht biblisch. Das wollen wir ganz klar sagen hier. Ja? Es ist unglaublich, wie die römisch-katholische Kirche die Dinge hier missbraucht und den Menschen da einen vormacht. Aber die Menschen glauben es auch noch. Anstatt die Bibel zur Hand zu nehmen und zu sehen, was hat denn, wo steht denn Beichte in der Bibel? Wo steht denn Bußen in der Bibel? Also Bußen in dem Sinne, wie es in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass Buße nicht in der Bibel drin steht, aber nicht auf die Art und Weise, wie es in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Ja, und schon gar nicht irgendwelche Dinge zu bezahlen, um sich von seinen Sünden freizukaufen. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Das steht nicht in der Bibel. Ja? Dies mag in einigen Fällen für eine gewisse Zeit zutreffen, ne? Dass er also seine Unreinheiten eine gewisse Zeit überwinden kann, seine Versuchung überwinden kann, der Büßende, ja? Aber der Einzelne erhält keine geistige Kraft. Nein, er bittet auch nicht um geistige Kraft. Er bittet auch nicht um geistigen Beistand. Er bittet darum, dass ihm die Sünde vergeben wird, dafür bezahlt er und dann geht er raus und macht die nächste. Weil wenn er die nächste Sünde begangen hat, dann geht er wieder zum Priester und beichtet wieder und wieder ist ihm vergeben. Alles gut. Jedes Mal kommst du raus, deine Sünden sind weiß gewaschen. Ey, tolle Sache, ne? Besser als jede Reinigung. Da gehen nicht immer alle Flecken raus. Die Versuchung wird beiseite geschoben. Nicht, weil der Versuchte gegen den Wunsch kämpft, die Gebote Gottes zu missachten, sondern weil die Sünde einem Mann gebeichtet werden muss. So, die Versuchung wird beiseite geschoben. Solange ich bei dem Priester bin und ihm beichte, ist die Versuchung weg. Wenn ich wieder raus bin, ist die Versuchung wieder da und dann gebe ich der klein bei und folge der und begehe die nächste Sünde. So hat der römisch-katholische Mensch die moralische Schuld der Sünde nie gründlich erkannt. Das ist der ganze Kernsatz dieses kleinen Artikel, dieses kleinen Absatzes. Der römisch-katholische Mensch hat die moralische Schuld der Sünde nie erkannt. Andererseits verhärten sich manche Gemüter gegen die Sünde. Denn wenn ein Mensch sich Sünden der Unreinheit hingibt und sie mehrmals bekennt, wird das Bekenntnis in vielen Fällen zum zweiten Naturell. Wie gesagt, bekenne, krieg Absolution, geh raus, mach die Sünde nochmal, bekenne, geh raus und so weiter und so weiter und so weiter. Und die ersten Gefühle der Scham und der Bescheidenheit, die er empfunden hat, die hören auf zu existieren, wenn ich das wieder und wieder und wieder mache und jedes Mal weiß, oh, mir wird ja doch vergeben. Ich muss ja nicht mehr irgendwas an mir ändern. Ich gehe dahin, mir wird vergeben und Feierabend ist. Und genau die Bekenntnislehre hat, anstatt den Menschen geistlich zu helfen, genau die entgegengesetzte Wirkung. Also ein sehr interessanter Absatz, finde ich persönlich. Und wie wirkt sich die Beichte auf die Gedanken und das Leben der römisch-katholischen Priester aus? Und das ist jetzt mal eine andere Frage. Wie sehen die Wirkungen auf denjenigen aus, der sich das immer anhören muss? Mein Leser möge zunächst die Fragen untersuchen, die von den Priestern im Beichtstuhl gestellt werden. Und dann daran denken, dass die Adressaten dieser Fragen oft junge und attraktive Frauen sind.
Und dass die Fragesteller Männer sind, viele von ihnen jung und kräftig, anfällig für die Auswirkungen und die gleichen Leidenschaften und Versuchungen wie andere Männer haben. Und dass die Priester durch die unnatürlichen Gesetze des Zölibats gebunden sind und dass sie ihre Lebensweise, anstatt zur Unterdrückung von Leidenschaften beizutragen, den gegenseitigen Effekt hat. Was ist der letzte Teil der Aussage? Priester sind durch die unnatürlichen Gesetze des Zölibats gebunden und die Lebensweise, die ihnen damit aufgezwungen wird, nämlich allein zu leben, ohne einen Partner des anderen Geschlechts dabei, das soll normalerweise, so gesagt, zur Unterdrückung der Leidenschaft beitragen, hat den gegenteiligen Effekt. Nun, ich finde, dass die Autorin hier nicht 100% auf die ganze Problematik dieser Sache eingeht. Weil wer glaubt, dass das Zölibat nur erfunden wurde, um den Priester eben unverheiratet zu lassen, das muss ja einen Grund haben. Weil wir haben ja einerseits die westlich-römisch-katholische Kirche und einerseits die östlich-katholisch-orthodoxe Kirche. Was ist denn der Unterschied? Ja, in der orthodoxen Kirche dürfen Priester trauen, also heiraten, was sie im Westen nicht dürfen. Das ist einer der Gründe, weshalb es zu diesem Schisma in 1054 kam. Weil da auch unglaublich viel Missbrauch mitgetrieben wurde. Aber vor allen Dingen hat das damit zu tun, und das ist die Denkweise der römisch-katholischen Kirche in diesem Punkt, ein Priester, der verheiratet ist mit einer fleischlichen Frau, der hat gegenüber dieser fleischlichen Frau auch Pflichten. Hatten wir in einer anderen Sendung drüber geschrieben, aus dem Korintherbrief. Ja? Der Körper der Frau gehört dem Mann, aber genauso gehört der Körper des Mannes der Frau. Wisst ihr noch? Da hatten wir drüber gesprochen. Aber das kann die römisch-katholische Kirche nicht akzeptieren. Weil die römisch-katholische Kirche ist ja selbst eine Frau. Nein, in der Prophezeiung ist eine Kirche eine Frau. Der Priester muss mit der Frau verheiratet sein, mit der Kirche verheiratet sein. Aber mit der Kirche kann ich als Mann keinen Geschlechtsverkehr haben. Ne? Und die natürlichen Neigungen, die die Männer haben, die Priester haben, die kann diese Kirche ja gar nicht erfüllen. Aber um dafür zu sorgen, die so klein wie möglich zu halten, sagt die Kirche von, du musst das Zölibat halten. Das heißt mit anderen Worten, du darfst nicht heiraten. Das Problem ist auch, wenn der Priester verheiratet ist, dann ist aller Besitz, den er sich anhäuft im Lauf seines Lebens, natürlich, wenn er zu Tode kommt, wird er vererbt. Und kommt das nicht der Kirche zugute? Der Priester hat nichts zu besitzen, der hat ja ein Armutsgelübde abzulegen. Dass er nichts hat, alles, was er hat, gehört der Kirche. Ah ja. Wenn er aber verheiratet ist, dann geht das nicht, weil dann hat er ja als Familienoberhaupt eine Verpflichtung gegenüber seiner Familie zu unterstützen, auch wenn er bereits tot ist, durch Erben. Und das kann die römisch-katholische Kirche aber gar nicht vertragen. Was geht dir denn da alles für Geld durch die Lappen? Mal eben gerechnet auf 1500 Jahre, mal so und so viele Priester auf der ganzen Welt. Rechnet das mal aus. Also einerseits hat das Zölibat zu tun mit Gehorsam. Der Priester muss und darf nur der Kirche gehorsam sein und keinem anderen Menschen, schon gar nicht einer Frau, oder ihr Rechenschaft ablegen, wie auch immer, ja, oder durch das Zusammenleben überhaupt eine Partnerschaft zu haben, wo die Frau im Fleische gleichwertig einen Stand hat als die Frau geistig, die Kirche ist. Das ist schon mal gar nicht möglich. Und es hat finanzielle Gründe und es wird noch andere Gründe haben auch. Aber hauptsächlich diese. Nur das erzählt euch nie einer. Und der Priester ist durch die unnatürlichen Gesetze des Zölibats gebunden und dass die Lebensweise, die dadurch entsteht, anstatt zur Unterdrückung von Leidenschaften beiträgt, erzeugt es den gegenteiligen Effekt. Ja, seht ihr, Priester legen kein Gelübde ab, um sich zu enthalten. Ja? Der Enthaltung. Ach, ich kam da eben nicht drauf, ich musste es aufsuchen. Im Englischen Chastity, ja, Keuschheit. Ja?
womit ausgedrückt werden soll, dass derjenige eben sich keinen sexuellen Handlungen hingibt. Jetzt wissen wir ja, wie die römisch-katholische Kirche alleine schon über selbst zugeführte sexuelle Handlungen denkt. Also Masturbation, Onanieren, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Selbst das dürfte ein Priester nicht. Er muss ein Gelübde der Enthaltung ablegen. Also der, wie habe ich das gerade gesagt, der Keuschheit. Ne? Ein Enthaltungsgelübde. Chastity im Englischen. Aber das müssen nicht alle Priester ablegen, soweit ich weiß. Und natürlich ist genau das das Problem. Das heißt, sie legen das Gelübde ab des Zölibats, nicht mit einer fleischlichen Frau zusammenzuleben, aber sie legen kein Gelübde ab, dass sie kein Keuschheitsgelübde ab, dass sie keinen Sex haben wollen. Also müssen sie auf andere Arten und Weisen zum Sex kommen. Und das kommt natürlich, kann man natürlich am leichtesten, wenn man diejenigen ausnutzt, die einem vertrauen, die zu einem kommen und die eigentlich die Schutzbefohlenen sind, die eigentlich diejenigen sind, denen man helfen soll. Wenn man die unter seine Kontrolle kriegt, weil man von denen Dinge weiß, von denen die nicht wollen, dass das ans große Licht kommt. Ich kann damit aber drohen, das ans große Licht zu bringen oder dem Partner zu erzählen oder den Kindern zu erzählen oder wenn ich mit den Kindern spreche, das den Eltern zu erzählen, dann habe ich die Leute in meiner Macht. Und wenn ich die Leute in meiner Macht habe, dann machen die, was ich will. Und schon sind wir da bei der Missbrauchsagenda der römisch-katholischen Kirche und wie das kommt. Wenn ein Priester das Gelübde des Zölibats ablegt, aber nicht das Zölibat der Enthaltung, der Keuschheit, ja, das ist auch nur ein Mann, ne? Genau wie unsere Autorin hier auch ständig schreibt, ne? Und wie sagt sie das hier? Meistens sitzen im Beichtstuhl junge, attraktive Frauen und die Beichtväter, also die Priester, sind oftmals auch junge, kräftige Männer, die natürlich anfällig sind für die Auswirkungen oder die Ausstrahlung derjenigen, der Penitenten, wie das heißt, also der Bußenden, der Büßenden, ja, der Frau in diesem Fall. Und die Priester haben die gleichen Leidenschaften und Versuchungen wie andere Männer. Es sind auch nur Männer. Die werden ja nicht neu geboren, wenn sie ihr Priesterseminar besuchen und werden auf einmal alle zu Eunuchen. Das ist ein interessantes Thema, Eunuchen. Kann man Paulus mal drüber lesen. Machen wir vielleicht auch mal irgendwann. Sicher, wenn er mich das fragt, kann ich das gerne mal machen. Ist aber kein so intensives und schwieriges Thema. Ist im Grunde ganz leicht. Ist nur ein Vers oder zwei Verse, wo es darum geht. Aber die Menschen, die Männer, die das Priesteramt begleiten, werden ja nicht dadurch, dass sie jetzt auf einmal das Priesterseminar studiert haben, werden sie ja nicht Eunuchen. Also Menschen, die keinen sexuellen Verführungen unterliegen oder Versuchungen unterliegen. Die unterliegen denen ganz genauso. Und wie sollen sie die befriedigen? Ha, weil sie mit unnatürlichen oder durch das unnatürliche Gesetz des Zölibats gebunden sind und dass ihre Lebensweise, die ihnen das aufzwingt, diese Leidenschaften nicht unterdrückt, sondern genau den gegenteiligen Effekt hat. Ist es da verwunderlich, sagt die Autorin, dass der Beichtstuhl oft zu einer Schule der Zügellosigkeit, der Verführung und des Ehebruchs geworden ist? Selbst wer die Geschichte des Papsttums in den päpstlichen Ländern, insbesondere Spanien, gelesen hat, ist mit den grauenhaften Verwirrungen und Abscheulichkeiten jeder Art vertraut, die aus dieser Praxis der Ohrenbeichte hervorgegangen sind. Es gibt viele Fälle von priesterlicher Aufforderung, die den Arbeitern in der Sache der bürgerlichen und religiösen Freiheit in Boston bekannt sind und von Papisten selbst gesammelt wurden. Und die Tatsache, dass Gesetze erlassen wurden, um diese Praxis der priesterlichen Aufforderung einzuschränken, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Kirche sich der Auswirkungen dieses bösartigen und demoralisierenden Systems durchaus bewusst ist. Um 1560 erließ Papst Pius IV. Eine Bulle, in der er die Inquisition anwies, die Verbreitung dieses Verbrechens zu untersuchen, die wie folgt beginnt. Zitat. Und das kommt aus Daulings Geschichte zum Romanismus.
Das ist ein Buch, Dowlings Geschichte des Romanismus. Das hat Tom Fress auf First Amendment mit beinahe vollständig gelesen. Ich glaube 150 oder 160 Folgen und er hat immer noch ein Drittel des Buches vor sich. Also ein sehr, sehr intensives und sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Da lesen wir drin. Während bestimmte Geistliche im Königreich Spanien und in den Städten und dessen Diözesen, die die Seelsorge betreiben oder eine solche Heilung für andere ausübten oder auf andere Weise damit beauftragt waren, die Beichten vom Büßern abzunehmen, haben sie sich zu solch abscheulichen Taten hinreißen lassen, dass sie das Sakrament der Buße schon beim Hören der Beichte missbrauchen, weder fürchten, dass sie dasselbe Sakrament und den, der es eingesetzt hat, unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zu verletzen, noch, dass sie Frauen zu unzüchtigen Handlungen verlocken oder zu verlocken suchen, genau zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Beichte ablegen. Und so weiter. Ende Zitat. Nach Veröffentlichung dieser Bulle in Spanien erließ die Inquisition ein Edikt, dass alle Frauen, die von den Priestern im Beichtstuhl auf diese Weise missbraucht worden waren und alle, die in solche Handlungen eingeweiht waren, aufforderte, innerhalb von 30 Tagen dem Heiligen Tribunal Bericht zu erstatten. Und diejenigen, die diese Anordnung nicht befolgten oder missachteten, wurden sehr streng gerügt. Als dieses Edikt zum ersten Mal veröffentlicht wurde, begab sich eine so große Zahl von Frauen in den Palast des Inquisitors in der Stadt Sevilla, um das Verhalten ihrer berüchtigten Beichtväter zu enthüllen, dass 20 Notare und ebenso viele Inquisitoren ernannt wurden, um die verschiedenen Informationen gegen sie zu protokollieren. Da diese aber nicht ausreichten, um die Aussagen so vieler Zeugen aufzunehmen und der Inquisitor sozusagen mit dem Druck solcher Angelegenheiten überfordert war, wurden 30 Tage mehr für die Aufnahme der Anklagen gewährt. Und da sich auch diese Zeitspanne als unzureichend für den beabsichtigten Zweck erwies, wurde eine ähnliche Frist nicht nur ein drittes, sondern auch ein viertes Mal gewährt. Dienstmädchen und Matronen jeden Ranges und Standes strömten zur Inquisition. Keuschheit, Scham und der Wunsch, die Tatsachen vor ihrem Ehemann zu verbergen, veranlassten viele, sich zu verschleiern. Doch die Vielzahl der Aussagen und der üble Beigeschmack, den die Entdeckung der Ohrenbeichte und das päpstliche Priestertum ausübte, veranlasste die Inquisition, die Anklagen einzustellen und die Aussagen der Vergessenheit zu überlassen. In einer Fußnote bemerke ich da sarkastisch bei: Ebenso passiert es heute mit den pädophilen Fällen weltweit. Die Anklagen werden eingestellt und die Aussagen werden der Vergessenheit überlassen. Aus Angst, jemand könne behaupten, wir lebten nicht mehr im Jahr 1650, sondern in aufgeklärteren Zeiten und der Beichtstuhl sei heute nicht mehr das, was er vor 100 Jahren war, zitiere ich aus einer modernen Instanz. Das ist jetzt die Autorin, die uns jetzt zitiert, natürlich aus der Zeit, in der sie gelebt hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Und sie zitiert hier von einem Francis Patrick Kenrick. Das ist ein Erzbischof von Baltimore. Der wurde 1796 in Dublin geboren, also in Irland, und starb 1863. Also für die Autoren ist das ein zeitnaher Fall. Für uns ist das wieder 160 Jahre her. Nur ich kann euch sagen, das ist heute noch genauso wie damals. Weil die römisch-katholische Kirche ist, danke, semper eadem, unveränderlich. Das Zitat lautet: Der verstorbene Bischof Kenrick sagte, und der Link zu Francis Patrick Kenrick ist in der Fußnote in diesem Buch enthalten. Der verstorbene Bischof Kenrick sagte in Bezug auf die Enthüllungen, die über die schlechten Einflüsse des Beichtstuhls gemacht worden waren: Wenn es zu Zügellosigkeit oder Gefahr geführt hätte, wäre diese Zügellosigkeit oder diese Gefahr zurechtgekommen und es gäbe genug Zungen, die es erzählen würden. Der beste Beweis für diese Tatsache ist, dass es viele gab, die aus der römischen Kirche ausgetreten sind und es erzählt haben. Der beste Beweis für diese Tatsache ist das zufällige Zeugnis des verstorbenen Bischofs selbst.
Er wusste sehr wohl, dass die Übel der klerikalen Verführungen durch die Beichtstühle seit der Reformation in den europäischen Ländern so groß waren, dass sie einen Skandal verursachten, der so weit verbreitet war, dass er die Interessen des Papsttums gefährdete. Er, dieser Bischof, wusste sehr wohl, dass mehrere Päpste nacheinander gezwungen waren, eine Bulle nach der anderen zu erlassen, um den Missstand zu beheben. Außerdem hat er selbst ein Geständnis zu diesem Thema abgelegt. Er bekennt ausdrücklich, dass der Beichtstuhl als Mittel der priesterlichen Verführung benutzt wurde, und er nimmt 7 Seiten des 3. Bandes seiner Abhandlung über die Moraltheologie in Anspruch, um die Gesetzgebung darzulegen, die die Existenz dieser Praxis in der römischen Kirche notwendig gemacht hat. Diese Seiten befinden sich im Traktatus 19 der Poen, das ist ja von Strafe, ne? De Poenitectia, Kapitel 10, Sektion 6, mit dem Titel De Crimine Sollicitationis, Band 3, Seite 235 bis 240. Eine Fußnote sagt dahingegen hier: Die derzeitige Standardtheologie wird in Kanada, in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien verwendet. Also, dieser Bischof, ja, sagt es also selbst. Er bekennt ausdrücklich, dass der Beichtstuhl als Mittel der priesterlichen Verführung benutzt wurde. Und er nimmt 7 Seiten des 3. Bandes seiner Abhandlung über die Moraltheologie in Anspruch, um diese Gesetzgebung darzulegen, die die Existenz dieser Praxis in der römischen Kirche notwendig gemacht hat. Diese 7 Seiten könnt ihr nachlesen, wenn ihr euch raussucht, Traktatus X1X, also 19, de Poenitectia. Poen, das ist von, ja, das ist nicht im flämischen Pun, Geld, sondern das hängt von Poen, das ist Strafe, ja, Punishment. Kapitel 10, Sektion 6 mit dem Titel De Crimine Sollicitationis, Band 3, Seite 235 bis 40, da könnt ihr es nachlesen. Guri, der auch über die Aufforderung zur Sünde im Beichtstuhl spricht. Natürlich, in seiner massiven Moralabhandlung hat er da auch drüber gesprochen. Dieser Guri sagt auf Seite 338 im Anhang 2, Abhandlung über das Sakrament der Buße, und nochmal eben, bevor ich da jetzt reingehe, nochmal eben, dass wir es deutlich verstehen. Die Buße, die Beichte, ist ein Sakrament in der römisch-katholischen Kirche. Das wurde zu einem Sakrament gemacht, auf dem wo? Ja, die guten Schüler wissen's, dem Konzil von Trient. Und dieses Sakrament ist nötig zur Seligwerdung, zur Erlösung. Du kannst in der römisch-katholischen Kirche nicht erlöst werden, wenn du nicht zur Beiche gehst. Ha, ja, Sakramente sind Handlungen, Werke, Dinge, die du tun musst, um dir Gnade zu erkaufen. Die Gnade, von der du als bibelgläubiger Christ weißt, dass sie dir von Gott gratis geschenkt wird. Sie wird dir gegeben, du musst sie nicht verdienen. Durch Glauben seid ihr errettet. Und das nicht durch Werke, auf dass niemand sich rühme oder brüste. Nicht wahr? Nur mal eben. Sakrament der Buße. Ohne Buße wirst du nicht erlöst in der römisch-katholischen Kirche. Entschuldigung, ich habe jetzt einen Schluck auf hier. Ich muss mal kurz auf Pause drücken und einen Schluck trinken, um den Schluck auf wegzukriegen. So, ich hoffe, die kleine Pause hat gewirkt. Dann gehen wir jetzt in das Zitat hinein. Es kann nie genug bedauert werden, dass es im Schafstall Christi gelegentlich skrupellose Wölfe gibt, die sich als ernannte Hüter des Hauses Israels ausgeben und es auf grausamste Weise entwürdigen und einbrechen. Dann kommt die Unterweisung des Schülers, der sich auf das Priestertum vorbereitet. Frage: Sollte ein Priester strafrechtlich verfolgt werden, weil er einer Frau die Beichte abnimmt und sie zur Sünde auffordert? Antwort: Ja. Wenn die Aufforderung im Beichtstuhl oder am Ort der Beichte stattfindet. Nein,
wenn sie außerhalb dieses Ortes und unter einem anderen Vorwand als der Beichte stattfindet. Jetzt hört euch das mal an. Nach dieser Aussage von Guri kann ein Priester nur strafrechtlich verfolgt werden, wenn er direkt im Beichtstuhl die Aufforderung zur Sünde ausspricht oder am Ort der Beichte diese Aufforderung zur Sünde stattfindet. Jetzt geht die Frau aus dem Beichtstuhl raus. Das ist ja meistens so ein kleines abgeschlossenes Häuschen, Kämmerlein, jeder mit zwei Türen drin, ne? Die geht raus. Sie geht noch vorne an den Altar, verneigt sich vor dem Kruzifix, bekreuzigt sich, geht weg, geht raus, geht im Park an der Kirche spazieren, kommt ihr der Pastor entgegen. Der Priester. Entweder in seiner Montur oder in seiner Privatkleidung. Der Park befindet sich auf der anderen Straßenseite, also wir sind nicht mehr auf dem Gebiet der Kirche. Und er spricht sie an über die Dinge, die er in der Beichte über sie erfahren hat. Und sagt ihr, ich bin aber hier jetzt, um deine Verlangen, um deine Wünsche, deine Fantasien, die du deinem Mann nicht äußern kannst und die du dich mit ihm nicht zu besprechen wagst, zu erfüllen. Und er verführt die Frau zur Sünde. Aufgrund der Information, die er in der Beichte bekommen hat, dann, so sagt Guri, dann kann der Priester nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das ist die Moral der römisch-katholischen Kirche. Frage: Sollte man einen Priester strafrechtlich verfolgen, der, nachdem er durch die Beichte von der Schwäche der Frau erfahren hat, sie in ihrem Haus zur Sünde auffordert? Antwort: Ja, wenn er sie als eine Person umworben hat, deren Charakter und Schwäche er durch die Beichte kennengelernt hat und wenn er ihr diese Tatsache entweder durch Worte oder auf andere Weise aufzwängt. Also bei ihr zu Hause wäre er oder sollte er strafrechtlich verfolgt werden. Wie gesagt, ich habe gerade das Beispiel gegeben, was in der ersten Frage deutlich ausgenommen war. Nein, wenn er sie außerhalb dieses Ortes unter einem anderen Vorwand als der Beichte stattfindet. Ja? Also er gibt da nicht vor Beichte, aber er gebraucht die Information dazu, aber er macht es außerhalb des Hauses der Frau, außerhalb der Kirche, nicht an demselben Ort, sondern woanders und dann muss er nicht strafrechtlich verfolgt werden. Frage: Müssen wir Frauen, die einen Priester beschuldigen, sie zur Sünde angestiftet zu haben, immer glauben? Nein, denn man hat schon von Frauen gehört, die unschuldige Beamte aus Gier, Hass, Eifersucht oder einer anderen perversen Anschauung verleumden. Hier, sagt die Autorin, haben wir einen positiven, unanfechtbaren Beweis dafür, dass der Beichtstuhl häufig zum Mittel priesterlicher Aufforderungen gemacht wird. Im Beichtstuhl wird die ganze Tiefe des Ausmaßes der Korruption und der weiblichen Erniedrigung erreicht. Dort wird die Saat der Hölle in die Seele gepflanzt. Die Gedanken eines jungen Mädchens werden verdorben. Ihr Herz ist auch verdorben und immer bitte in Erinnerung behalten, eines jungen Knaben ebenso. Ja, ganz genauso. Die Gedanken eines jungen Mädchens werden verdorben, ihr Herz ist auch verdorben, ihr Geist wird mit den widerlichsten Sünden der Unreinheit vertraut gemacht, weil das fragt der Priester ja. Das Mädchen hat da noch nie von gehört. Und wenn sie das nicht versteht, dann erklärt er ihr, was er meint. Und so kommt ein junges Mädchen oder ein Knabe aus diesem Beichtstuhl mit einem Wissen, das die Seele zerstört. Ihr Geist wird mit den widerlichsten Sünden der Unreinheit vertraut gemacht. Die Lektionen, die sich in das Gedächtnis, das Herz, die Gedanken, die Seele einprägen, hinterlassen ihre Narbe wie die von einem glühend heißen Bügeleisen. Im Beichtstuhl gewöhnen sich junge, unverheiratete und verheiratete Frauen daran, ohne Skrupel Dinge zu hören und zu wiederholen, die selbst eine gefallene Frau zum Erröten bringen würden. Eine gefallene Frau ist hier ein feiner Ausdruck für eine Hure. Ja?
Vielleicht habe ich den Schleier des dunklen und düsteren Beichtstuhls genügend gelüftet, um meinem Leser die Gefahren zu offenbaren, die der Weiblichkeit und der Kindheit drohen. Und was für eine Offenbarung! Stell dir einen protestantischen Ehemann vor, der mit einer römisch-katholischen Frau verheiratet ist. Ich bitte dich, stell dir das doch einmal vor! Deine Frau, die Hüterin deiner Ehe, die Mutter deiner Kinder, sieh mal, wie sie mit zitternden Gliedern, gesenktem Blick und errötetem Gesicht die dunklen und verunreinigten Gefilde des Beichtstuhls betritt. Schau, wie sie in unterwürfiger Angst und blindem Aberglauben zu Füßen eines solchen Exemplars von Männlichkeit kniet, wie wir es bei einem katholischen Priester finden. Bück dich und lausch mit angehaltenem Atem dem Gespräch. Erhebt sich nicht die Männlichkeit der Empörung bei dir, um gegen eine solche Schande unter dem Deckmal der Religion zu protestieren? Wenden wir uns der protestantischen Mutter zu. Du, der du deine Tochter, über die Gott dich als Verwalterin eingesetzt hat, so gedankenlos der Obhut derer ausgeliefert hast, die du für die einzig geeigneten Personen hieltest, um ihre Erziehung zu beaufsichtigen. Deine Freunde haben dich gewarnt, dass man ihre religiösen Ansichten mäßigen würde, aber du hast nie drauf gehört. Dein Mann strebte nach politischer Anerkennung und der beste Weg, die erforderliche Anzahl von Stimmen zu erhalten, war über den Priester. Und um den Priester zu erreichen, musste deine Tochter auf die Klosterschule geschickt werden. Der Name deines Mannes würde dann auf der Liste der Sympathisanten stehen und sein Scheckbuch würde dem Bischof zur Verfügung stehen. Dein Mann war einige Jahre lang erfolgreich. Er war eine politische Lichtgestalt. Sein Name erschien in den Abzügen unserer Tageszeitungen. Er wurde zu Banketten eingeladen. Er wurde gebeten, bei Versammlungen den Vorsitz zu führen, bei denen römisch-katholische Prälaten und Priester die Hauptredner waren. Und wenn man die Straße hinunterging oder den Empfangssaal betrat, hörte man das Geflüster. Da ist Frau, die Ehefrau des Senators, des Kongressabgeordneten. Da ist die Frau des Bürgermeisters. Und als du mit deinem Gefühl der Genugtuung deinen Platz einnahmst, erkannte dein selbstsüchtiges Wesen nicht das Opfer, das du gebracht hast. Oh, wie schnell sind die Jahre vergangen! Deine Augen haben ihren Glanz verloren, dein Schritt ist kraftlos, dein Haar ist weiß. Die Stimme deines Mannes ist nicht mehr auf der öffentlichen Bühne zu hören, sie erscheint nicht mehr in der Presse und niemand kümmert sich, soweit es die Politiker betrifft, darum, ob er tot oder lebendig ist. Er ist nicht mehr zu gebrauchen und längst wurde ein anderer gefunden, der seinen Platz einnimmt. Und nun sittet ihr zusammen und habt nichts mehr aus der Vergangenheit, außer euren Erinnerungen. Psst! Aus dieser Vergangenheit erhebt sich eine Gestalt. Sie steht vor dir. Ein junges, aufgewecktes, glückliches, fröhliches Mädchen. Deine Tochter. Und während du sie im Licht jener früheren Jahre betrachtest, erinnerst du dich daran, dass du gehofft hattest, den Abend deines Lebens von ihrer Liebe umgeben zu verbringen. Du hast dich auf die Zeit gefreut, in der ihre Kinder auf deine Knie klettern und du sie knuddeln und lieben wirst. Du hast dir vorgestellt, dass du endlich deine Tochter bei dir haben wirst, wenn der endgültige Abschied kommt. Das war dein Traum. Jetzt darf er erwachen! Wo ist deine Tochter? Siehst du in der Ferne die Mauern des Klosters aufragen? Komm mit mir, und wenn du durch die massive Tür gehst, folge mir. Ha, hier sind wir im Kreuzgang. Wir gehen weiter, bis wir zur Kirche kommen. Wir gehen hinein, und in den Kirchenbänken sitzen die schweigsamen, schwarz gekleideten Schwestern. Es herrscht Totenstille. Die Abendschatten haben sich in die Schatten der Nacht verstärkt. Die Lampen brennen schwach. Jetzt sehen wir, wie sich eine der Schwestern der Orgel nähert und leise erklingen die Töne. Stabat Mater, das heißt, es stand die Mutter. Die übrigen Nonnen entblößen ihre linke Schulter und während sie das Stabat Mater singen, halten sie eine Disziplinpeitsche in ihren Händen, mit der sie sich selbst geißeln. Siehst du den jungen Mann auf der linken Seite der Orgel? Siehst du den Schmerz, der in jedem Gesicht zum Ausdruck kommt? Hörst du das Stöhnen, das unwillkürlich über die Lippen kommt? Erkennst du in dieser blassen, traurig dreinblickenden Frau im schwarzen Gewand das aufgeweckte, fröhliche Mädchen wieder, das du in die Klosterschule geschickt hast?
Lass uns fortfahren. Wir verlassen die Kirche und steigen 12 Stufen hinauf, wo wir uns in einem gemütlich eingerichteten Zimmer wiederfinden. Ein Mann in der Gestalt eines römischen Priesters sitzt auf einem Sofa. Die Tür öffnet sich und das junge Mädchen, das wir in der Kirche gesehen haben, betritt den Raum. Mit gesenktem Blick kniet sie nieder, um den Segen des Priesters zu empfangen, und ein Ausdruck von Abscheu und Angst huscht über ihr Gesicht. Komm und setz dich hierher, meine Tochter, ich möchte mit dir sprechen. Mit zitternden Schritten nähert sich das Mädchen dem Sofa. Der Priester ergreift ihre Hand und sagt, warum hast du denn Angst vor mir, mein Kind? Und er zieht sie neben sich herab und legt seinen Arm um ihre Taille. Sein heißer, nach Alkohol riechender Atem umspielt ihre Wange. Seine rauen, wollüstigen Lippen werden auf die ihren gepresst. Sie schreckt angewidert zurück, ihre weibliche Keuschheit ist schockiert. Sie kämpft darum, sich zu befreien. Zu spät. Das arme, hilflose Mädchen hat nicht genügend körperliche Kraft, um den Schuft zu überwinden, der sie festhält. Ihre schrillen Hilferufe werden außerhalb des Zimmers nicht gehört. Erschöpft liegt sie in den Fängen dieses spirituellen Vaters. Und bevor sie den Raum verlässt, ist ihre Reinheit verletzt und sie wird zum Spielzeug und zur Annehmlichkeit dieses Beschützers der Moral. Folge mir weiter nach. Wir gehen 2 Treppen hinunter. Wie dunkel und feucht es hier ist. Kommt, lasst uns einen Blick durch die Tür des Raums am Ende des Kreuzgangs werfen. Still, leise, tritt leise vor. Was ist das für ein Geräusch, das wir hören? Schluchzen? Sicherlich kein Schluchzen. Ja, tieferes, bitteres, herzzerreißendes Schluchzen. Sieh hinein, siehst du die Gestalt, die auf dem kalten, feuchten Boden liegt? Ach, wie die Schluchzer ihren schlanken Körper erschüttern. Sie spricht. Was sagt sie? Neige dein Ohr, höre zu. Oh mein Gott, lass mich sterben. Ich kann das nicht länger ertragen. Ich habe alles aufgegeben. Vater, Mutter, Freunde, weil sie mir sagten, diese Priester und Nonnen, dass ich mir dadurch den Himmel sichern würde. Wo ist die Freude? War der Friede, den sie schildern, für mich? Oh, die Jahre sind vergangen. Komm zurück zu mir. Gib mir noch einmal meine Jugend, mein Zuhause, die Liebe meiner Mutter, meine Unschuld, meinen Seelenfrieden, meinen Glauben an Gott. Oh, für eine Stunde meiner freien Zeit, bevor ich jemals in diese Hölle auf Erden kam. Oh, Mutter, Mutter, ich wünschte bei Gott, ich wäre gestorben, bevor du mich in die Klosterschule geschickt hast, denn ich habe Leib und Seele ruiniert. Weh mir, wie sie schluchzt. Erkennst du in ihr deine einst glückliche Tochter? Was? Du kannst es nicht ertragen? Dennoch hast du sie an Rom verkauft und dein Preis war die Befriedigung deiner politischen und sozialen Ambitionen und der deines Mannes. Was hältst du von eurer Abmachung? Was sagst du jetzt dazu? Du würdest gern die Zeit zurückdrehen, wenn du könntest und alles Vergangene ungeschehen machen. Zu spät und bald musst du vor Gottes Richterstuhl Rechenschaft ablegen. Nun, lieber katholischer Freund, wer auch immer du bist, der diese Broschüre liest, frage dich, hat die Menschheit als Ganzes nicht allen Grund, über den Einfluss solcher und ähnlicher Lehren, die mit Erlaubnis einer religiösen Konfession verbreitet werden, beunruhigt zu sein? Ihr glaubt heute, dass die Seele nach dem Tod eine gewisse Zeit im Fegefeuer verbringen muss, bevor sie rein genug ist, um in die Gegenwart Gottes einzutreten. Das Fegefeuer wird in der Bibel nicht erwähnt. Es handelt sich um eine durch und durch heidnische, teuflische Lehre, die von den Anhängern Buddhas praktiziert wird. Das Fegefeuer hebt das vollkommene Sühneopfer Jesu Christi vollständig auf. Unser gesegneter Erlöser kam und bezahlte die ganze Schuld, nicht nur einen Teil, für unsere Sünden.
Kurz vor seinem Leiden hören wir ihn in jenem schönen letzten Gebet im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 4. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Christus ist ein vollkommener Erlöser. Er hat Gottes Gerechtigkeit zufriedengestellt, sonst wären sein Tod und seine Auferstehung umsonst gewesen. Denkt noch einmal über die Grausamkeit einer solchen Lehre nach. Millionen von Seelen, die in dieser Welt ein gutes, reines Leben geführt haben, erleiden heute Abend nach der Lehre Roms die furchtbaren Qualen des materiellen Feuers. Und Gott blickt von seinem Thron der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auf dich herab. Und niemand kann vor Ablauf seiner Haftzeit freigelassen werden, es sei denn, deine Freunde fürs Leben haben genug Geld, um Messen zu deiner Sühne feiern zu lassen. Glaubst du, dass Gott so ein Monster ist? Gott, der seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, möchte nicht, dass wir Geld für die Freilassung jener Seelen bezahlen. Wir lesen in Jesaja Kapitel 55, Vers 1: Wohl an jeder, der durstig ist, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Die Einladung Gottes ist ohne Geld und ohne Preis. Die römische Kirche sagt, Christus sei für die Sünden der Menschheit gestorben, habe aber die Schuld nicht vollständig beglichen. Und nun müsse jeder Mensch im Fegefeuer leiden, damit die Schuld vollständig getilgt werden könne. Also kommt, zerfleischt eure Leiber, leidet freiwillig unter Durst, zügelt euren Appetit, verweigert euch und euren Kindern jeglichen Komfort. Denn wenn du das tust, kannst du mehr als Almosen geben, um eine arme Seele aus dem Fegefeuer zu befreien. Und du erfüllst Gottes Gerechtigkeit, was dem Opfer auf Golgatha nicht gelang. Oh, wie großartig und schön ist Gottes einfacher Heilsplan! Lieber Freund, wer auch immer du sein magst, der dies liest, lass mich dir sagen, dass Christus für dich gestorben ist. Er hat deine Schuld bezahlt. Bist du ein Protestant, der sein ganzes Leben lang eine aufgeschlagene Bibel hatte und dennoch die Vergebung, die Jesus anbietet, nicht angenommen hat? Befürchtest du, dass du zutiefst gesündigt hast und damit Gottes Gnade verwirkt hast? Wenn ja, dann möchte ich dir sagen, dass du genau derjenige bist, den Christus retten wollte. Hört die Einladung, die so liebevoll und gönnerhaft ist. Kommt her und lasst uns miteinander reden, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch scharlachrot sind, so werden sie doch weiß wie Schnee. Wenn sie auch rot sind wie Karmesin, so werden sie doch wie Wolle sein. Jesaja 1,18. Gott ist bereit, mit euch zu argumentieren. Und wenn ihr ihm eure Sünden mit wahrer Reue bekennt, könnt ihr aufschauen und Jesus voller Glauben als euren persönlichen Retter annehmen. Vielleicht bist du jemand, der vor Jahren die liebevolle Gegenwart deines Erlösers in deinem Herzen genossen hast. Aber du bist nachlässig geworden oder in geschäftliche Sorgen vertieft und so ist deine Liebe erkaltet. Und es sind Jahre vergangen, seit du im Gebet niedergekniet hast. Schau auf die vergangenen Jahre zurück, mein Bruder oder meine Schwester. Was haben sie offenbart? Ein Leben voller Aufregung und enttäuschter Hoffnung. Vielleicht erhebt sich das Gesicht deiner Mutter vor dir. Und einmal mehr in der Fantasie fällt die Stimme deiner Mutter an dein Ohr. Die sanfte Hand deiner Mutter streicht über deine Stirn. Wo ist sie? Diese Mutter, die dich so sehr geliebt hat. Erinnerst du dich an die besorgten Blicke, die sie dir zuwarf, als sie auf dem Krankenbett lag? Vielleicht hast du ihr versprochen, dass du in die Fußstapfen des Meisters treten und sie irgendwann wiedersehen würdest. Mit diesem Versprechen ging sie getröstet von uns. Oh Kind, wer auch immer du bist, wirst du dieses Versprechen nicht halten? Unsichtbare Hände winken dir zu und Hände mit Nagellöchern strecken sich dir entgegen. Wirst du sie ergreifen und dich von ihnen ein besseres, helleres Leben führen lassen? Ein Leben, das eine sichere Hoffnung hat? Und du, mein katholischer Freund, wie ist's bei dir? Wirst du Jesus lieben? Du weißt, dass er für dich gestorben ist.
Aber du glaubst, dass du den Beichtstuhl aufsuchen musst, bevor du Vergebung für deine Sünden erlangen kannst. Weh mir! Weh mir! Ich erinnere mich an die Zeit, als auch ich, wie du, Christus durch Menschen suchte. Aber jetzt weiß ich, dass ich selbst zu ihm gehen kann. Der Tod oder das Fegefeuer haben heute Nacht keinen Einfluss mehr auf mich. Jesus Christus ist das wahre Fegefeuer, denn das Wort stammt von dem lateinischen Wort purgo ab. Ich reinige, läutere, verfeinere und so weiter. Und in Hebräer Kapitel 1, Vers 3 lesen wir von Jesus, Zitat, der, da er der Glanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seiner Person ist und alles durch das Wort seiner Kraft erhält, nachdem er unsere Sünden gereinigt hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Er, dein Erlöser, ist allein in der Lage, deine Seele zu reinigen und zu läutern. Johannes, der Jünger, den er so sehr liebte, schreibt an seinen Meister in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, das Blut Jesu hilft im Leben, aber nicht nach dem Tod. Ha, du glaubst, dass Jesus durch seinen Tod Genugtuung für dich geschaffen hat? Wenn ja, warum solltest du dann im Fegefeuer leiden müssen? Wenn du einer bestimmten Person einen Geldbetrag schuldest und Gefahr läufst, ins Gefängnis geworfen zu werden, und ich komme und sage zu deinem Gläubiger, ich werde das Geld bezahlen. Und nachdem ich das getan habe, gebe ich dir eine quittierte und vom Gläubiger unterschriebene Rechnung über den gesamten Betrag. Dann brauchst du nicht noch einmal zu zahlen. Er wäre schon zufriedengestellt. So ist's auch mit der Geschichte der Erlösung des Menschen. Der Mensch hat gesündigt und damit die Strafe des ewigen Todes auf sich geladen. Aber Christus kam und erfüllte Gottes Anspruch und die Quittung wurde mit seinem Blut unterzeichnet. Schau also auf zu ihm. Wenn du mit einem Gefühl tiefster Reue in den Beichtstuhl gehst und wenn du eine gute Beichte ablegst, wenn du an die Absolution glaubst, die der Priester erteilt, wenn du an ihn glaubst, dann geh jetzt zu Christus statt zum Priester und bekenne ihm deine Sünden. Glaube an seine Verheißung, denn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus stellt dir nicht die Frage, die ein Priester stellen wird. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist es, was Maria glaubte, als sie in das Haus von Simon, dem Aussätzigen, kam. Sie wusste, dass Jesus der Einzige war, der Frieden in ihr schmerzendes Herz gießen konnte. Und als sie vor ihm kniete und nicht wagte, zu seinem Antlitz aufzublicken, sondern seine von der Reise beschmutzten Füße in ihre zitternden Hände nahm, die Tränen der Reue darüber fließen ließ und sie mit ihrem schönen Haar trocknete, wies Jesus sie nicht zurück. Als ihre Lippen Küsse auf seine Füße drückten, schaute er in ihr Herz und sah all die Qualen und den Herzschmerz. Er wusste, wie zerknirscht sie wirklich war. Er stellte ihr keine Fragen, sie sprach kein Wort. Und doch war das am wortgewandtesten Gebet, das jemals in den Himmel aufstieg, das unausgesprochene Gebet der Sünderin Maria. Und Jesus sagte von ihr: Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Noch einmal. Als die Frau beim Ehebruch ertappt wurde, vor ihn gebracht wurde und sie dort in der Gegenwart Jesu und ihrer wütenden Ankläger stand, wer kann die Gedanken beschreiben, die ihr durch den Kopf gingen? Für sie gab es keine Freude zu Hause, keine Liebe und keinen Schutz ihres Ehemannes mehr. Sie hatte die Ehre weggeworfen. Sie war eine entehrte Frau und Ehefrau und nach den Gesetzen des Mose verdiente sie den Tod durch Steinigung. Was hat Jesus getan? Er sagte zu ihren Anklägern: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und mit schlechtem Gewissen verließen sie den Tempel. Einer nach dem anderen, bis Jesus mit der schuldigen Frau allein zurückblieb. Was hat er gesagt?
Stellen wir fest, dass er sie über die Art und die Fakten im Zusammenhang mit ihrem Fall befragte? Nein! Alles, was er sagte, war: Frau, hat niemand dich angeklagt? Und sie antwortete: Kein Mensch, Herr. Und Jesus sagte: Ich verurteile dich auch nicht. Geh hin in Frieden und sündige nicht mehr. Hier, genau hier gibt unser Meister das Beispiel, dass das unausgesprochene, aber aus einem reuigen Herz stammende Sündenbekenntnis vor Gott höchst akzeptabel ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Reine und Heilige, der Erlöser der Welt, eine Lehre einführte, die einen so demoralisierenden Einfluss hätte wie die Ohrenbeichte für den römisch-katholischen Priester. Glaube an Jesus Christus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Das sagen Paulus und Silas zu dem verängstigten Gefängniswärter. Wenn es für den Gefängniswärter wichtig gewesen wäre, zu einem der Apostel zu gehen, meinen Sie nicht, dass Paulus oder Silas dies dem Gefängniswärter gegenüber erwähnt hätten? Von einem Bekenntnis ist aber nicht die Rede, sondern nur: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Gerettet wovon? Nun, vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Und wenn das Blut Jesu dich von allen Sünden reinigt, dann besteht keine Notwendigkeit für eine priesterliche Absolution des Fegefeuers. Der Priester kann dich nicht vom Himmel fernhalten. Er hat dazu keine Macht. Er kann alle Bannflüche der Kirche auf dich verhängen. Aber Gott sei Dank hat er keine Macht über deine Seele. Wenn Jesus dich annimmt, macht es keinen Unterschied, wer dich ablehnt. Christus kann dich nicht nur retten, sondern auch bewahren. Er ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Lege deine Sünden zu seinen Füßen. Nimm seine liebevolle Einladung an. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch Ruhe geben. Margaret Shepherd.